Ich glaube, wir machen das hier. Kriegen wir das mit dem Tor hier irgendwie schlau hin? Ich glaube, es ist ein bisschen arg nah gebaut, ne? Ja, das geht natürlich nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Andererseits, wir könnten auch so quer fahren. Sieht das jetzt beschissen aus? Naja, es geht. Okay, ich bin mir nicht sicher, irgendwie. So. Hier noch das Tor. Aber da haben wir noch genügend Abstand. Warum kann ich das nicht verbinden? Zu nah. Ach so. Ja, dann kommt, geh weg, bitte zu Raptor. Ich will ja. So. Sieht jetzt ein bisschen schräg aus da mit dem Tor, aber das sollte seinen Zweck erfüllen. Wir müssen jetzt aber hier noch ein Tor bauen, damit unsere Ranger hier reinkommen. Und ein Ranger-Posten an sich noch. Wieso? Und zuweisen. Einmal, zweimal, dreimal. Nice. Der Forschen geht auch schon wieder. Einmal verscherbeln. Wow, der sieht schräg aus. Gut. Ah, scheiße, wir können ja nicht so viel. Oh, wir haben sogar einen Sechser. Nice. Bitte einmal erforschen. Cool. Das wird das. Ein Dino brauchen wir noch mehr. Das kriegen wir jetzt gleich hin. Und dann können wir endlich den Park eröffnen. Wir nehmen dich. Unseren Spugger. Und los geht's. Beim anderen mal ganz kurz gucken. Durstig. Machen wir gegen Durstig was? Nee. Das müssen wir erst erforschen und das würde was kosten? 200.000. Nee. Machen wir nicht. Immer noch keine Info. Schade. So, Eier auswählen. Oh, die sind alle gut. Der ist sogar sozial. Der gefällt mir. Sanftmütig. Terrorisiert Gäste nie, greift nie Ranger-Teams an. Nice. Ja, ich nehme euch mal. Sagen wir mal 4 von denen. Oder gerade alle. Das kostet auch entsprechend mehr. Nee, wir machen jetzt einfach nur 4. Einmal du bitte. Dankeschön. Und futtertechnisch werden die vermutlich ein Lebensziel haben wollen. Ziemlich sicher. Und Wald zum Verstecken. So. Also hier Wasser, da vor das Tourfahrzeug durch. Dürfen Sie ein bisschen was sehen.
Und wenn die Ranger hier reinfahren, haben sie noch ein bisschen einen Fahrweg. So ungefähr. Oh, ist schon fertig. Per Airlift freilassen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Das muss ich mir geben. Verdammt, tolles Gras hier. Lol. Geht das jetzt wegen mir auf? Okay, cool. Ich gehe mal wieder weg. Kannst du wieder zumachen. Cool. Geht das auch in der anderen Richtung? Oh ja, es geht. Cool. Produkt wurde eingesammelt. Ja dann, lass mal runter. Da kommen sie auch schon an. Gefährliche kleine Biester. Hallöchen. Sehr geil. Ja, schade, dass jetzt Nacht ist. Okay, gut. Bedürfnis. Einsam ist klar, das wird sich noch ändern. Und er hätte gern mehr Wald. Viel mehr Wald. Und Bereich ist auch so ein bisschen auf dem Minimum. Ja, wobei, Wald wird jetzt langsam besser. Mal kurz mal vorspulen. Das Territorium wird ja immer größer. 100%. Nice. Produkt wurde transportiert. Cool. Dann hätten wir das. Zuschauertribüne könnten wir eigentlich auch noch hier bauen. Also warte mal. Das ist eine Parktour. Die Superheld. Beobachtungstribüne. Andersrum. So. Okay. Und dann gehen wir hier mit dem Hauptweg in die Richtung weiter. Toiletten. Kleine Einrichtung, mittelgroße Einrichtung. Ja, wir müssen erstmal den Park eröffnen. Oh, wir haben noch Fossilien. Die einmal. Und der geht mal in den Urlaub. Ausruhen. Du kannst auch schon mal ausruhen. Coole Sache. Ja, dann ist die Aufgabe jetzt eigentlich erledigt. Eigentlich nur noch der Timer hier nach oben gehen. Was? Wer ist jetzt krank? Wir sind nur Augenblicke von der Eröffnung des Parks entfernt. Und jetzt höre ich, dass wir kranke Saurier haben. Ich möchte Zusicherungen. Wir arbeiten bereits daran, Dr. Hammond. Jetzt gerade senden wir eine mobile Veterinäreinheit von der paläomedizinischen Einrichtung aus. Nicht wahr, Lilly? Ja, natürlich. Sie kümmern sich um die Diagnose und wir entwickeln ein Heilmittel für den Triceratops. Perfekt. Wir haben einen Plan. Damit ist alles vollständig unter Kontrolle. Das ist noch nicht einmal ein kleiner Rückschlag. In Anbetracht all der Steine, die uns bei der Umsetzung des Jurassic Park in den Weg gelegt wurden, bin ich geneigt, zuzustimmen. Was immer nötig ist, sorgen Sie dafür. Und Henry, informieren Sie mich, sobald das erledigt ist. Verstanden.
Lilly, machen Sie weiter. Danke. Wie Dr. Wu bereits sagte, ist alles unter Kontrolle. Efeu-Vergiftung, die gab es ja auch im Film ganz am Anfang. Ist noch ein nettes Detail. Cool. Soll ich hier noch mal einen Fotopunkt hinmachen? Wir arbeiten. Ich hätte hier noch gerne einen Fotopunkt. Und vielleicht hier noch mal. Schauen wir uns mal hier unten noch mal so ranpflanzen werden. Und Vorspulen. Nice. Und wir haben noch ein... Was? Die Dinosaurier haben den Mindestabstand nicht eingehalten. Erui, was wärst du lieber? Wärst du gern ein Triceratops oder wärst du ein Velociraptor oder ein Dilophosaurus? Wenn du die Wahl hättest. Kann es einfach bleiben? Zwei. Ja, dann heiz sie mal bitte. Du hast kein Geld mehr. Ich will den blöden Park jetzt endlich aufmachen. Macht mal schneller hier. Mit Gewalt die Spitze hier rein. Das müssen wir bei den Corona-Gegnern auch mal machen. Ja, ich darf den Park endlich aufmachen. Yay! Gott sei Dank, jetzt kriegen wir endlich mal Geld hier. Ich weiß nicht, was wundersamer ist. Die Saurier zurückzubringen oder endlich den Jurassic Park für das Publikum zu eröffnen. Ein Traum wird wahr. Gut gemacht, John. Eine Hommage an uns alle und an die Kraft der Träume. Und an die anhaltende Faszination der Öffentlichkeit für diese erstaunlichen Tiere. Hoffentlich für immer. Wahre Worte, Miss Halford. Und nun möchte ich das Einzige sehen, was noch interessanter ist als die Saurier. Und was wäre das? Menschen, die zum ersten Mal einen Saurier sehen. Triceratops. Okay. Und ein Eis essen. Na los, das geht auf mich. Willkommen im Jurassic Park. So eine geile Mucke. was ich wäre? Ich wäre ein Velociraptor. Aber was ich jetzt eigentlich machen wollte... Bislang war der Jurassic Park ein fast vollständiger Erfolg. Dennoch wollen wir den Komfort unserer Gäste noch erhöhen, indem wir zum Beispiel sicherstellen, dass eine Toilette in der Nähe ist, wenn sie der Ruf der Natur ereilt. Schutzräume werden relevant, falls, und das ist ein großes Falls, Tiere ihren Gehegen entschlüpfen. Und je näher unsere Hotels den Sauriern sind, umso eher werden die Gäste ihren Aufenthalt genießen. Und das wollen wir auf jeden Fall. Ja, also jetzt schauen wir, dass der Komfort ganz gut ist. Und jetzt haben wir einen Velociraptor mit dem Namen Bravura. Und einen Triceratops. Namens Rui. Bist du gerade Anführer hier? Okay. Und wieso? Einfach nur so zum Spaß. Okay, jetzt müssen wir Einrichtungen bauen. Unterkunftsbewertung. Das Hotel muss irgendwo sein, wo man ein bisschen Aussicht auf die Dinos hat. Ich würde das fast... Ja, wo baue ich denn das hin? Boah. Ich glaube, ich mache das Hotel hier hin.
Okay. Toiletten. Ist hier rot. Das heißt, wenn wir hier beim Hauptweg noch eine Toilette hinbauen. Einrichtungen, Essen, ganz schlecht. Auch hier hinten mal. Konfigurieren, Innenmodule. Eiscreme. Springbrunnen. Fossilienausstellung. Okay. Am besten in der Mitte eines Fleischfressersgehege kann ja nichts schief gehen. Nein, was soll denn da schief gehen? So, das wäre einmal Futter, einmal trinken. Gerade direkt hier beim Eingang. Ungefähr so. Gut, dann wäre das da hinten schon mal abgedeckt. Das war ein Schutzraum hier. Schutzraumversorgung 15%. Kleine Einrichtung. Shopping ist ja jetzt nicht mit dabei. Es ist nur Toiletten und Schutzraum und Unterkunftsbewertung. Dann schauen wir nochmal wegen der Toilette. Hier ist alles grün. Hier hinten ist schlecht. Ich glaube, wir machen hier den Weg noch mal ein bisschen anders. Abrissmodus. Mal kurz passieren. Abreißen. Das. So, und mit dem Weg fahren wir dann hier so weiter. Hier so ein Übergang. Halbwegs gerade. Dann geht es hier weiter zu weiteren Unfug, den wir noch bauen müssen. Und jetzt brauchen wir hier wieder den Anschluss. Perfekt. Und da unten. Endo. Cool. Also. Tolle Idee. Extra Luxus. Passt die hier so rein? Das tut sie. Und ein kleiner Bunk. Na, warte mal. Ich wollte den Bunker bauen. Gäste. Schutzbunker. Hier ist rot. Ich glaube, den baue ich irgendwie so halbwegs mittig hier rein. Dann sollte das passen. Nice. Sichtbare Saurier. 3 lokale Saurier-Anreiz. 176. breiter Weg. Haben wir noch Fossilien? Nö. Mehr Security beim Zaun. Das würde ich echt toll finden. Gerade bei den Velociraptoren. Machen wir mal das. Was haben wir noch? Gastkomfort. Breiter Weg. Ja, das machen wir auch. Cool. Ansonsten sind wir jetzt, glaube ich, eh komplett belegt. Ja, zwei hätten wir noch. Expedition könnte man noch machen. Oder auch nicht. Benötigen mehr Einrichtungen, einkaufen, Shopping, Schutzraumversorgung. 13%. Warum ist das so niedrig? Hier alles grün. Muss ich jetzt echt hier noch einen Bunker hinklatschen? Na gut. Die Gäste sorgen sich um fehlende Schutzräume. Ach komm, wir haben ja super Zäune, da passiert schon nichts. Sind doch alle handsam hier. Was haben wir eigentlich hier für einen Anreiz? 216. 555.
Und hier haben wir nichts zum Reingucken. Macht auch hier nicht wirklich Sinn. Wir könnten höchstens... Na, da bin ich eigentlich... Ach, die gehen hier ins Besucherzentrum, oder? Ich will bitte das Kasten, ob das so ist, aber ja. Toilettenversorgung 90. Unterkunftsverwertung ist jetzt nur noch 60%. Warum? Sichtbare Saurier 2. So ein Shit. Sollen wir hier noch mit was reinfahren? Erstmal den breiten Weg. Breiter Weg ersetzen an. Das hätte ich hier gern breit. Den Haupteingang hier. Und auch hier die Hauptallee weiter. Ah, sieht das gleich schon viel besser aus. Wir könnten auch noch hier eine Unterkunft hinbauen. Kleines Hotel. Oh, fast kein Platz hier. Wollen wir das? Ich pass mal dahin. Vielleicht sieht man da ein bisschen was. Ist jetzt der betäubt worden? War das Fahrzeug angegriffen? Wir brauchen mehr Money. Wollen wir mal so kleine Einrichtungen mal bauen. Und zwar einmal trinken können. Okay. Jetzt ist die Schutzraum... Warum ist die Unterkunftsbewertung so schlecht? 56%. Weil... Naja, gut. Die haben einen Generator direkt vor der Tür. Ist vielleicht nicht gerade das Geilste. den kann ich natürlich wegmachen. Sofern das einen Einfluss hat. Da, jetzt ist 90... Warum ist jetzt 90%? Oh, das Spiel, ey. So, Schutzraumbewertung ist noch nicht so geil. Die hätten hier oben gern noch einen. Fahre ich mal dahin. Und mehr Scheißhäuser. Torläden. Wo scheitert's denn? Auch da oben. Oh, Leute. Gut. Kleine Einrichtung. Essen haben wir. Ah, das war Trinken. Das ist Essen. Machen wir hier nochmal hin. Was? Ein Kampf? Wo? Wir müssen sicherstellen, dass unsere Gäste gut versorgt werden. Lass uns einige Annehmlichkeiten bauen. Wenn der Appetit unserer Gäste nicht gestillt wird, gibt es auch weniger Appetit auf Saurier. Habe ich schon gemacht, meine Dame. Was willst du denn jetzt haben? Gästeattraktion. Wo ist denn das? Ach, hier. Gästeattraktion. Aber das müssen wir erstmal erforschen. 200.000 Steine.
Turm. Turm könnte noch praktisch werden. Aber das, und haben wir noch... sie kann mal Urlaub machen. Für 75.000 Dollar. So ein Urlaubsbudget hätte ich auch gern. Sind hier keine Leute? Wow, die sind ja mal super langsam unterwegs. Die haben es doch nicht mal bis zum Park geschafft. sollen wir hier mal... Nein, hier müssen wir nicht glätten. Ja, wobei doch, hier können wir ein bisschen glätten. Das sieht scheiße aus. So, bitte mal. Schön glätten, danke. Nicht perfekt, aber besser. Die sperren sich über Platzmangel. Leute, ihr seid noch nicht mal im Park wirklich drin. Und hab's jetzt schon... Alter. Was ist denn noch? Hier kann ich noch größer machen. Und auch hier... Da sollten die gar nicht reingehen. Platzmangel. Das habe ich auch noch nie gehabt. Gästeattraktionen. 20 Sekunden noch. Und dann werde ich erstmal mir einen Kaffee machen. Aussicht von da. Die Aussicht ist ein bisschen bescheiden. Okay, Attraktion können wir jetzt bauen. Die dich gerne hier. Ein Kino. Gut, dann hätten wir den Part auch schon mal abgeschlossen. Was machen die Finanzen? Was ist das Rote? Unterhaltskosten. Einnahmen. Sehr gut. Gewinn. Betriebskosten pro Minute 168.000. Gewinn pro Minute 64.000. Das muss noch mehr werden, sonst habe ich einfach kein Geld mehr. Und kann keinen Blödsinn machen. Please fund me. Wie kannst du jetzt schon gewinnen? 116 Gäste? Sind doch gar nicht da. Überfüllt mit Gästen 7. Gut. Okay. Das mit den Getränken ist jetzt ein bisschen schräg. Essen, Getränke, hier ist alles okay. Da oben ist es halt merkwürdigerweise halt rot. Der Jurassic Park befindet sich an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kommerz. Das eine sichert das andere. Je höher also die Parkbewertung, desto mehr Einnahmen haben wir, um Dr. Wu und seine Forschung zu unterstützen. Neue Geschäfte und Attraktionen und neue Saurier machen den Park attraktiver und profitabler. Okay. Moment. Uah. Was reichen wir Kaffee? Erreichen eine Parkbewertung von 3 Sternen. Wir können uns an der Saurier-Spezies auf 6. Das sollte nicht so das Problem sein. Und die Anzahl der Gäste sollte auch nicht so ein Problem sein. Okay. Das heißt, wir müssen ein bisschen auf Expedition gehen. Oh, danke fürs ganze Freischalten der Forschung. Spart mir natürlich Geld. Wo können wir denn jetzt gerade überall hin? Styracosaurus. Dyrosaurus? Dreiosaurus? Das ist ein Trockner.
Ah, okay. Und was? Coelophysis. Okay. Ich würde gerne nochmal... Soll man Pflanzenfresser machen oder Fleischfresser? Ich glaube, Fleischfresser hätten ein bisschen mehr Anziehungskraft. Aber Fleischfresser kostet mehr, 340.000. Alter, 540.000. Oh, hier hinten haben wir auch noch was. Boah, das sind ja richtig teuer. Ich würde sagen, wir machen Fleischfresser. So, einmal du. Cool. Leute, während hier die Expedition läuft, ich lasse das Spiel mal weiterlaufen, hole ich mir mal ganz kurz einen Kaffee. Dauert so 5 Minuten, dann bin ich wieder da. Also, bis gleich. Währenddessen gibt's Musik.